mein Name ist Peter Wienströher. Ich bin seit über 40 Jahren in der Potz Brauerei als Produktionsleiter tätig. Wir produzieren in der Potz Brauerei seit 1769 in Familientradition unsere Biere und beschäftigen uns seit mehreren Jahren auch mit dem Thema Craftbier. Sind zurzeit mit 3 Craftbieren auf dem Markt. Das ist als erstes unser Farmhouse Ale, als zweites unser Dinkelmärzen und als drittes unsere Hopfenweiße. Dieser Separator, den wir hier einsetzen von der Firma GEA, ist eine sogenannte Plug-and-Win-Separatoranlage. Die Plug-and-Win von der Firma GEA zeichnet sich dadurch aus, dass sie sehr kompakt gebaut ist, sehr einfach einzubringen ist, sehr hohe Klärleistung hat, die einfach auch dem entspricht, was solche Biere halt gebrauchen und von der Handhabung her sehr einfach, sehr gut erklärt und können auch von Brauern, die nicht so eine hohe Ausbildungsstufe haben, sehr gut bedient werden. Ein weiterer Vorteil der Plug and Win der Firma GEA ist, dass wir nur eine minimalste Sauerstoffaufnahme haben. Wir haben bei Versuchen festgestellt, dass die Sauerstoffaufnahme so gut wie nicht messbar ist. Die Trübungseinstellung ist sehr einfach mit dem Separator und so sind die Biere also ohne weiteres mit diesem Separator in höchster Qualität zu produzieren.